Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal Bücher und Gedichte. Im heutigen Video geht es um einen Mann, also um einen Autor natürlich. Es geht nämlich um Andreas Steinhöfel. Er ist am 14. Januar 1962 in Battenburg, etwa 60 Kilometer südwestlich von Kassel, geboren, also ist er heute 58 Jahre alt. Der deutsche Schriftsteller schreibt hauptsächlich Kinder- und Jugendbücher sowie Drehbücher für Filme. Darüber hinaus ist er auch als Übersetzer tätig. Aufgewachsen ist er im mittelhessischen Biedenkopf. Er hat zwei Brüder. Nach dem Abitur an der Lahntalschule studierte er zunächst Englisch und Deutsch auf Lehramt, brach es aber dann ab und entschied sich für ein Magisterstudium über englische Literatur. Nach dem Abschluss des Studiums im Jahr 1991 erschien dann auch sein erstes Kinderbuch, Dirk und ich, oder in der englischen Version My Brother and I. Den Durchbruch schaffte er aber erst mit seinem fünften Buch, Beschützer der Diebe. In diesem spannenden Kinderkrimi versuchen Goody, Olaf und Dax einem Entführer auf die Schliche zu kommen. Am Anfang glaubt ihnen niemand, doch nach und nach finden sie immer mehr Beweise und müssen schließlich selber aufpassen, dass sie nicht die nächsten Opfer des Entführers werden. Ab 7,99 € kann man das Buch kaufen und hautnah bei der Geschichte dabei sein. Nur 4 Jahre später erlangte er dann nochmals einen großen Erfolg, diesmal mit einem Buch für Erwachsene und Heranwachsende bzw. Mutierende. Die Mitte der Welt. Ganz grob geht es in dem Buch um das Erwachsenwerden des 17-jährigen jungen Phil und das Leben dessen Familie. Seine Mutter ist chaotisch, seine Zwillingsschwester verschlossen, überhaupt wohnen nur komische Leute in dem Haus, in dem er auch wohnt. Und dann ist da noch der Unerreichbare, in den sich Phil unsterblich verliebt hat. Ab 9,99 € ist es in allen Buchhandlungen und im Internet erhältlich. Von diesem Buch und von vielen weiteren Büchern Steinhöfels gibt es auch einen Film und ein Hörbuch. Der Film entstand im Jahr 2016, also ist er noch gar nicht so alt. So, wir bewegen uns immer weiter der Gegenwart entgegen, doch 2 kleine Stopps müssen wir noch einlegen. Jetzt befinden wir uns im Jahr 2008. In dem die größte und erfolgreichste Kinderbuchreihe von Steinhöfel startete. Mit Rico, Oscar und die Tieferschatten gewann er den Deutschen Jugendliteraturpreis. Nur 1 Jahr später brachte er den nächsten Band, Rico, Oscar und das Herzgebreche, auf den Markt. Wieder nur 2 Jahre später erschien dann der 3. und vorerst letzte Band, Rico, Oscar und der Diebstahlstein. Eigentlich wollte der Autor nach diesem Buch die Reihe beenden, setzte aber dann doch erst den Schlussstrich mit dem Buch Rico, Oscar und das vom Himmel hoch. Alle Bücher handeln von Rico und Oscar. Rico ist tiefbegabt und Oscar hochbegabt. Andreas Steinhöfel beschreibt gut, dass das Leben nicht unbedingt lebenswerter ist, wenn man hochbegabt ist, eher sogar andersherum. So begegnen sich die beiden Charaktere auf einem Niveau und sind auf ihre Art und Weise witzig und werden von dem Leser garantiert sofort ins Herz geschlossen. Sie sind, wie man unschwer erkennen kann, beste Freunde und stürzen sich immer wieder in neue Abenteuer. Im ersten Band setzen sie einem Kindesentführer ein Ende, im zweiten Band decken sie illegale Verkäufe auf und im dritten Band lösen sie das Rätsel des Diebstahlsteins. Alle 3 Bände wurden wenige Jahre später auch verfilmt. In der Zwischenzeit schrieb er noch einen weiteren Erfolgsroman. Anders. In diesem Buch, das übrigens gerne als Klassenlektüre benutzt wird, geht es um den jungen Felix, der urplötzlich aus seinem Koma erwacht, aber ganz und gar nicht der alte Felix ist. Sein Vater und seine Mutter sind sich sicher, dass er irgendein Geheimnis verborgen hält, wissen aber nicht, wie und wo sie danach suchen sollen.
Dieses wirklich sehr lesenswerte Buch ist ab 7,99 fast überall erhältlich, wo es Bücher gibt. In seiner bisherigen Karriere als Autor, dessen Bücher übrigens alle im Carlsen Verlag erschienen sind, hat Andreas Steinhöfel außerdem unzählige englische Bücher ins Deutsche übersetzt. 8 seiner Bücher wurden für die Kinoleinwand verfilmt und außerdem sind zahlreiche Hörbücher erschienen. Darüber hinaus hat er über 40 Preise gewonnen, darunter bedeutende wie den Erich-Kästner-Preis 2009 oder den Deutschen Jugendliteraturpreis 2002. Das Erfolgsrezept des Autors ist sein unglaublich guter Schreibstil, sein Humor und seine Leichtigkeit, mit dem er auch gesellschaftliche Randgruppen auftreten lässt, ohne den moralischen Zeigefinger zu erheben. Er lässt gekonnt die Welt seiner Protagonisten vor unseren Augen erscheinen, in die wir tief eintauchen können und wünschten, es gäbe eine Fortsetzung von jedem zu Ende gelesenen Buch. Damit wären wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr konntet ein paar Einblicke in die besten Bücher und das Leben von Andreas Steinhöfel bekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder schreibt eine Bewertung in die Kommentare. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und ihr immer auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann abonniert diesen Kanal. Die Titel der Bücher schreibe ich euch wie immer auch noch alle in die Infobox unter dem Video. In dieser Hinsicht würde ich mal sagen, macht's gut, bis bald!